Hä? Was ist los? Scheiße, Mann, ich bin Bart hier gar nicht gewohnt. Ja, natürlich sterbe ich einfach. Dein Motorrad ist drin. Was für eine Map, Alter. Ist das dein Scheiß Ernst, Alter? Ey, Marvin, du musst doch mit dem Kind einen Job suchen, ey. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute das ultimative Rennen. Es ist wieder Zeit für Motorrad. Ich weiß, ihr liebt es, wir hassen es. Barty Glide, Formula Warride, Hipster Slide, auf Kopf fahren Hipster Slide, Warride Drehung. Rudi, was soll das alles sein? Ich habe keine Ahnung. Und ein extrem langer Hipster Slide mit einer Kurve zum Schluss. Yeah! Wird interessant. Also, mal gucken, ob wir das überhaupt irgendwie hinkriegen können. Einen wunderschönen Hasta la Marais, Muchachos. Ja, mal schauen, ne? Ich bin gespannt, in was du mich hier wieder reingebeitet hast. Wird auf jeden Fall auch ein Also, Formula habe ich ja Bock drauf, aber... Hakuchu können wir ja so einigermaßen... Barty soll ja noch ein bisschen brutaler sein. Wird schon. Ach, stimmt ja. Probieren, er geht über studieren, ne? Okay, also wir schreiben zwar unsere Bachelorarbeit, aber Marvin würde gerne noch ein paar Maps anmachen, die einfach so ein bisschen einen richtig wegzerfetzen. Natürlich, Brudi. Digga, bisher ist doch easy weasy, oder? Hier einfach hoch und das ist der Punkt. Okay, doch nicht. Hä, muss wir hin? Wo ist der Punkt? Dahinter? Dahinter? Hier rein? Hä, da... Ah, okay. Folge mir. Ach, da drinnen in diesem Teil. Yeah. Digga. Okay. Auf jeden Fall ultimatives Rennen. Ich freue mich drauf. Ich liebe ich nicht. Es, wenn Barty Hakuchu mit Warride gemischt ist. Wenn ihr wir haben doch gar keine Hakuchu. Ja, Bike. Hauptsache Bike. Bike und Hakuchu. Oder Bike, Hakuchu, Barty, was auch immer. Gemischt mit Warride ist einfach der absolute Traum. Da Nein. wird Dekos Höschen feucht. Da geht's richtig zur Sache. Also, damit macht ihr uns richtig, richtig glücklich. Nein, macht ihr nicht. Oh ja, dankeschön. Auch also Deko. Also auf Formula habe ich echt Bock, aber... Noch ich meine, geiler. Hipster Slide und sowas geht ja eigentlich auch, ne? Weil mit der Barty ist halt... Wir schauen einfach mal, was bei rumkommt. Noch geiler wäre Transform Warride. Barty Glide. Oh, hi Deko. Barty Glide. Into, jetzt kommt. Ist falsch hier? Into Warride. Andere Seite musst du fahren. Das heißt, du gleitest sozusagen in oder auf den Warride zu und verwandelst dich da. Das ist der absolute Traum. Digga, das gibt's so selten. Das ist geil, ey. Okay, aber jetzt geht's schon los. Der erste Hip. Hä, wie war... Scheiße, hä, hä? Hä, was ist dein Problem? Ja, wo zum Fick muss ich denn hin hier, Alter? Hä, du fährst einfach den Warride. Hä? Ja, weil du gerade gesagt hast, andere Seite musst du fahren. Digga, hör doch nicht auf mich. Ey, Junge, ey. Digga, Hauptsache, er verkackt jetzt schon. Was ist los mit dem Jungen? Ja, also gebaut ist das hier auf jeden Fall wieder so qualitätsmäßig glänzend. Echt? So schlecht? Scheiße, Mann, Digga, ich bin Bart hier gar nicht gewohnt. Das ist ja richtig, richtig übel. Das wäre richtig einfach. Hä? Digga, Scheiße, Mann. Alle haben uns damals gesagt, dass es mit Bart hier richtig viel schwieriger ist. Naja, Alter, mal schauen, was wir hier jetzt erleben. Ja. Aber es wird ja sicherlich schon irgendwie möglich sein. Marvin hat ja hier nicht irgendeine Kacke rausgesucht. Ja, natürlich, Brudi. Ultimate Race, da wurde ich sofort gesnackt. Okay. Also es geht auf jeden Fall nicht mit dieser einfachen Technik so, ne? Der rutscht einfach runter. Ja, wird schon werden, ne? Alter Schwede, warte mal. Muss ja eigentlich, haben wir damals gelernt, auf dem Nummernschild unterwegs sein. Aber ich kann auch gar nicht gegentippeln mit der Waffe. Ah, jetzt geht's endlich, ey. Du brauchst auf jeden Fall ein bisschen mehr Bums nach oben. Der Spawn ist einfach wieder scheiße. Ich kann nicht gegentippeln. Also es gibt keinen... Ne, ich halte ja 4 gedrückt, aber wenn ich die D drücke, passiert gar nichts. Also ich komme gar nicht in die andere Richtung. Erstmal ein bisschen ausprobieren, ne? Geh mal Windschatten. Ja, hä, wie geht denn das jetzt? Ja, einmal hast du doch gerade schon geschafft. Ja, ich bin... Auf dem Nummernschild. Ist auf jeden Fall ein anderer Winkel als der Hakuchu. Das kann ich dir sagen.
Ja, aber du schaffst es auch nicht, gegen zu tippeln. Nein, 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 nein. Da rutscht er einfach runter. Ich slide, ja. Aber... Er wird einfach so nach unten gepresst, da passiert nichts, ne? Ja, genau. Aber, ja, genau. Aber wie willst du das dann... Wie? Ja, es ist eben nicht so wie so ein Autopilot mit der Kutsche, sondern musst ein bisschen was machen, ne? Ja, aber was denn? Wenn ich was mache, passiert ja nichts. Ja, ich muss ja auch erstmal ausprobieren, Brudi. Als wenn ich das Game schon durchgespielt habe. Hab's auch erst einmal geschafft. Ich glaube, man muss auf jeden Fall so landen. Ich versuch's nochmal anders. So. So. Nee, auch nicht. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Aber ey, Barty ist ja brutal viel krasser, ey. Scheiße. Also ich habe noch nicht den geringsten Schimmer, wie das gehen soll. Aber Barty haben sie auch schon mal hinbekommen. Okay. Doch, ich auf jeden Fall. Und wir haben sowas noch nie Barty gemacht bis jetzt? Natürlich. Okay. Hundertprozentig, doch. Wir hatten nicht immer nur die Yakucho. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Aha. Hab's. Und? Easy. Und mit meinem Tipp, ne? Weiter hinten. Es war auf jeden Fall weiter hinten. Ja, ja, weiter hinten habe ich auch. Kein Plan, oh, okay. Ob ich das nochmal hinkriege, aber... Okay, es war weiter hinten. Egal. Beschwert's hier die ganze Zeit, ey. Ah. Okay, den ersten Punkt haben wir doch schon. Geil, Alter. Hauptsache, wir kommen jetzt aber weiter. Also, wenn man die richtigen Auffahrtscheiß hat, dann war's einfach. Ja. Also, man... Digga, wenn man weiß, wie es geht, ist einfach, was, ne? Was auch immer. Okay, ey, Formula, mega easy und jetzt kommt wieder so ein brettharter Barty-Scheiß, ne? Es wäre wieder typisch, ey. Es wäre einfach ja, wieder Formula komplett typisch, ja, ey. Weil nur 3 Meter dann jetzt wieder. Ja. Jetzt wieder, ja, so. Darauf habe ich Bock, auf Formula hätte ich Bock. Aber nein, Formula soll ich nicht kriegen. Ja, sonst lieber hier wieder so einen Scheiß machen, den du nicht kannst. Ist doch geiler, oder? Huh. Ja, jetzt habe ich die Technik. Bin schon wieder drin. Let's go. Also muss auf jeden Fall den Arsch krass weiter nach hinten machen. Digga, Lernkurve, ihm ist auf jeden Fall da, aber ich könnte jetzt gerne wieder was anderes nehmen. Barty muss jetzt nicht die ganze Zeit sein. Ja, so ein Ballrate jetzt wieder. So, leichter Barty-Kram, ein bisschen schwieriger Ballrate. Das wäre perfekt. Das wäre richtig geil. Es gibt aber das Gegenteil. Schauen wir mal, ne? Ich bin jetzt auf jeden Fall beim X21. Und wenn wir gar nichts können, ja, am Ende, können wir... Wie? Dann können wir nochmal schauen, ob wir das irgendwie anders hinkriegen. Okay, da muss man gar keinen Wechsler machen. Brudi, warum habe ich jetzt den Wechsler gemacht? Kriegst du hin, oder? Bis jetzt nicht. Also bei mir war es dann wieder Arsch nach hinten, bam, Ding, ja, Dong, Hammer. Ich bin gerade geslidet, aber nicht in die Tube gekommen. Als nächstes haben wir wieder einen Wallride. Ich hoffe, der ist ein bisschen knackiger jetzt. Digga, aber ich muss sagen, so ein Triathlon gefällt mir. Gleich noch ein bisschen zu Fußparcours, hatten wir damals häufiger. Oh, oh. Oh, gleich schon bei der Hälfte, Brudi, gleich schon bei der Hälfte. Aber ich habe noch ein bisschen Angst vor diesem Über... Da stand irgendwas Barty über Kopf oder so. Oh, oh, oh. Oh, ich bin drin. Alter Schwede. Aber mega random. Kein Plan, warum es bei dem Tries davor nicht funktioniert hat und jetzt aber einfach schon. Das wird brutal. Also der Wall ist wieder richtig pipi einfach. Reinfahren, ich dachte, du musst so eine Koralle machen, muss man aber nicht. Also einfach reinfahren, wieder rausfahren. Und dann kommt, glaube ich, gleich der kranke Scheiß, ey. Da habe ich richtig Angst vor. Da oben sollte es jetzt sein, ne? Also der Wallride-Kram, den hätte er noch ein bisschen härter machen können. Ist ja nix. Nichts. Und es ist einfach nur Wallride-Kram, weil es existiert. Und jetzt direkt Barty, oder was? Nee, jetzt sind wir noch X21. Aber vielleicht ist das für die Barty-Profis ja genau der Schwierigkeitsgrad wie für uns dieser Warrat-Kram gerade, weißt du? Einfach so easy weasy. Einfach nur existent. Ich muss sagen, bei den blauen Wänden hier in der Luft habe ich ein bisschen Sorge, weil das eigentlich immer ein Zeichen ist, dass irgendwas fehlt. Dass das Bauteil ersetzt worden ist. Oh no, ey. Oh no. Oh shit! Achso, das ist, glaube ich, er meinte, es kommt ein richtig langer. Oh nein, ey. Okay, oh, 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 okay. Geht aber.
Achso, du musst aber darüber, ne? Hallo! In die andere Richtung! Irgendwie musst du lenken auf jeden Fall. Ja, Nummer 8. Einfach nur ein bisschen Nummer 8 drücken. Oh ja. Oh ey, Digga, Second Try oder was? Komm, komm. Ja. 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 Ja! Ja! Ja, Digga, mit drin, Alter! Nice! Brudi! Alter Schwede, ey! Also eigentlich ging's voll. Bisschen 8, Nummer 8 tippen, dann bin ich da in die andere Richtung geballert. Ich schaue mir deinen Arsch an. Digga, du musst langsam ein bisschen nach rechts, ne? Ich musste erst nach links gegenlenken. Dann war es aber zu weit links. Okay, das ging jetzt echt einigermaßen. Aber es gibt noch irgendwas über Kopf und da werde ich richtig hart verscheißern, ey. Digga, das sieht doch jetzt schon tausendmal besser aus. Du musst irgendwie bei Barty musst du so eine Kerze eher machen, ne? Nee. Ich kann versuchen, dich sonst in die Ecke zu kicken. Ja. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen nach rechts. Ja, oh. Oh ja. Ein bisschen noch. Ja, so sieht gut aus. Oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Come on, baby. Ah! Ey, ja, natürlich sterbe ich einfach! Dein Motorrad ist drin! Oh, ja, der wird auch gut, Digga, der wird gut. Ja! Ja! Ey, warum? Digga. Ich verstehe es nicht! Oh, war der sauber. Alter, richtig geil. Ich habe zwar nicht den geringsten Schimmer, warum ich da jetzt nicht nach rechts weggelaxt bin, aber ich nehme das so hin. Sweet, sweet. Du hast es endlich geschafft, Deko. Was ist los? Finally. In einem sehr, sehr sweeten, schmooven, sauberen Try. Obwohl ich nichts anders gemacht habe als meinen Tries davor. Und können wir jetzt irgendwie mit Eleganz durchballern, oder? Kommt irgendwas Formula-mäßiges. Formula! Lecker, schmecker. Oh, die Frage ist, ob hier jetzt wirklich die Sachen fehlen, ne? Ah, okay, wir checken das aber mal. Weil wie das hier aussieht, das sieht sehr nach Billo aus, oder? Soll ich hier einfach langfahren, oder? Also, fährt man das hier einfach... Also, wer hat das gebaut, Alter? Richtig Chaco aus. I don't know. Okay, aber bisher würde ich sagen, alles gut, alles einfach. Ich bin positiv überrascht von uns, dass wir den Barty-Kram tatsächlich doch so gut hinbekommen haben. Ich sag dir nach wie vor, wir hatten den Scheiß schon mal, labern wir nicht voll, ey. Noch nie. Digga, als ob ich jetzt irgendwelche Geister im Kopf habe. Bin mir wirklich sicher, dass wir den Scheiß gefahren haben. Ich habe nämlich gerade schon kurz auf YouTube geschaut, ob ich sofort ein Video finde. Sofort habe ich leider kein Video gefunden, aber Muchachos, es gibt auch ihr seid doch kranke Typen. Sind wir die Scheiße schon mal gefahren oder Deko Digga, wirklich recht und haben wir nur Hakuchu Kacke gemacht? Digga, das sieht richtig scheiße aus. Es ist auch richtig scheiße gebaut. Aber wir haben X21, wir haben Formula und Barty. Dieses Trio können wir gerne weitermachen. Ja, hä? Wobei, lieber austauschen. Lass uns lieber... lieber Hakuchu nehmen. Was los? Da. Sprachzentrum deaktiviert. fahren wir nach unten? Hä, wo müssen wir hin? Nach unten? Oben? Hast du schon den Punkt oder was? Welchen? Den Formula-Punkt. Den ersten, ja. Richtiger Cheater. Ja, wie das gebaut ist, Alter. Da hast du bestimmt gesagt, ey. Ja! Ey, man hätte auch einfach nur eine Sache wieder hinbauen können. Er baut dann wie 12 ineinander. Erzähl mir nicht, das geht noch beschissener. Never, Alter. Ja. Ja. Hey, lol, das ist ja ein unsichtbarer Scheiß. Okay, aber ey, dass er unsichtbar bauen kann, das verwundert mich jetzt ein bisschen, weil so wie die Map aussieht, hätte ich ihm das nicht zugetraut. Oh, hä, was? 35 von 49. Aber es ist halt einfach wieder einfach so. Warum, ey? Ja? Einfach warum? Diese Map ist schon hardcore beschissen, ne, muss man sagen. Die Map ist ziemlich beschissen, ja. Okay, jetzt habe ich gerade gefühlt wie Lewis Hammond. Ich warte noch auf irgendwas Cooles. Aber ich wenn bei einer Map mit Formula die Barb die Sachen zu den coolsten bis jetzt gehört haben, dann... ja, ist schon... Ist irgendwas...
irgendwann verkehrt. Oh, wir nähern uns langsam dem Ziel, glaube ich. Könnte sein. 44 von 49, du bist schon bei 45. Das ist brutal. Ein Scheiß Ernst. Yes. Wie, nein, das ist das Ziel. Ey, noch sehe ich es nicht. Jetzt sehe ich das Ziel. Okay. Ist noch irgendwas? Also eigentlich müsste ja noch ein Barty-Kram kommen, oder? Labyrinth oder, so? Irgendwas Barty über Kopfmäßiges? In ein Labyrinth rein. Also... Ja. Bis jetzt ist es kein Labyrinth, weil es nur einen Weg gibt. Was für eine Map, Alter? Ist das ein Scheiß Ernst, Alter? Das und das Ding heißt auch ultimatives Rennen. Also, Alter, ultimativ beschissen, glaube ich, kann man sagen. Du wurdest mit dem Namen einfach ultimativ gebeichtet, ey. Aber so ist Marvin einfach gestrickt. Nee, ich habe gesehen, Barty, Formula. Mhm. Digga, du hättest mich ja mal ruhig vorher reinfallen lassen. 100 Jahre auf dich gewartet, Fall, Alter. Mieser Chaco, Alter. Halt runterholen jetzt, ey. Digga, Hauptsache der Formula, er fährt die ganze Zeit immer gegen die Wand schon wieder. Oh, tschüss, Alter, was eine Map. Digga, die war brutal scheiße, ne? Kann man, glaube ich, so festhalten. Also, ultimativ scheiße. Sagen, am Ende haben mir die Barty-Slides am meisten Spaß gemacht. Aber man muss auch sagen, eigentlich gab's nichts anderes. Weiter geht's mit einem Impossible-Bike-Parcours. Die Map eben gerade war auf jeden Fall impossible für unsere Nerven. Unglaublich, aber kommt von einem Muchacho. Kuss geht auf jeden Fall raus. Wir können ja, wenn ihr wollt, demnächst mal eine weitere Map von ihm zocken. Was hältst du davon, Deko? Ist aber so, wenn die Muchachos sagen, mach das, okay. Ansonsten würde ich sagen, Oh. Ja? Nicht so schnell gefahren. Nicht so schnell, bin drin, easy weasy. Leider vorbeigesneakt. Digga, aber was ist das hier schon wieder? Impossible, übrigens, Digga, 47%. Vorbeigesneakt bist du hier, wie heißt das? Ist das ApoRed oder ist das der andere Lachs? Irgendwer sagt immer gesneakt. Ich glaube, das ist tatsächlich ApoRed. Hä, ich bin das. Oder hier, wie heißt der? Machete. Digga, wer ist Machete, Alter? Meinst du, Mexikaner oder wie? Machete? Machete? Mit Mimi stressert. Leon Mascher. Mascher, genau, nicht Machete. Machete, Brudi. Weißt du, wer Machete ist? Digga, Machete ist ein richtig kranker Typ, ey. Digga, wie heißt denn in Real? Der heißt in Real auch Machete, oder? Ich glaube schon, ja. Das Ding ist, er ist so ein krasser Typ. Vom Aussehen her schon. Ich würde ihm zutrauen, dass er Machete wirklich in echt auch heißt. Digga, der macht ja auch so richtige 0815 Filme immer. Bei irgendeinem... War er nicht bei Breaking Bad auf so einer Schildkröte drauf? Also sein Kopf? War doch so, oder? Könnte sein, ja. Digga, aber er ist ja wahrscheinlich so ein mexikanischer Schauspieler, ne? Ja, aber der ist auch schon richtig, richtig bekannt. Zum Beispiel mit Steven Seagal in Machete. Digga, Steven Seagal, ey, auch so ein richtiger Chaco, Alter. Der war irgendwann mal cool, ne, bis er nicht mehr cool war. Ist Seagal der Dicke? Ja. Der jetzt Dicke, er war mal nicht dick. Hat den früher auch schon nicht so cool. Mittlerweile ist der so richtig in seinem, der hat ja so ein... Der macht so Kung-Fu oder so, ne? Er ist reich und hat einfach... Der kann machen, was er will. Ja. Ich weiß, Kung-Fu ist es, glaube ich, nicht. Wobei, vielleicht ist es doch Kung-Fu. Also irgendeine Kampfsportart hat er gemacht. Was baut der hier, Mann? Aber er macht halt so richtigen Lappenkram. Und tut aber so, als wäre er so halb gottmäßig. Ja, wie bei Machete. Digga, Muchas, schaut auf jeden Fall Machete. Ey, Junge! Bester Film ever. Siehst du, kann ich jetzt hier noch wieder raus? Ey, was baut er zusammen, schon, Alter? Ich warte hier auf dich, weil... Das ist, glaube ich, Kunst, Alter. Das musst du interpretieren. Ich verstehe ihn nicht. Digga, ich bin die ganze Zeit runter. Also, du bist doch da hinten, oder wie? Ja. Okay. Wo man runterdroppen musste auf diesen Bus. Die ganze Zeit, also, was er sich dabei gedacht hat, so. Weiß ich aber auch nicht. Jetzt müsste ich's haben. Ja. Okay, ja. Das ist so ein dystopisches Zukunftsbild hier, oder nicht? Ja, du dürfst gleich da sein, dann denkst du dir so, okay, das ist eine mega Rampe, da zwill ich jetzt voll rein. Nein! Also nein? Doch, ja, also kannst du scheinbar machen, aber dann verpasst du hier alles. Und da hinten schon das Ziel, willst du verarschen? Ja. Digga. Ja, komm mal her. Naja, ich bin ja jetzt. Wo bist du denn gerade? Ich fahr hier gerade durch irgendwelche Container durch. Digga, was ist das für ein Schreck, Alter? Fallride, Hindernis, Schräg. Ich respawn mal. Schräger Hindernis, Lachs? Ja, genau, da kommst du gleich. Warte mal, man kann auch hier lang fahren? Also,
Also, ich verstehe ihn einfach nicht. Okay. Okay, also... Na, du denkst jetzt, okay, ich kann ballern? Nein, darfst du nicht. Hä, das ist doch das gleiche wie am Spawn schon, am Start direkt. Digga, was? Das ist auch Rampe, man kann rüberlachsen und dann... Oh, nee, stimmt gar nicht, du musst eigentlich nur... Ja, auch hier, okay, ich fahr jetzt mal links, weil links könnte ja was sein. Soll das ein Troll sein? Also der beschissenste Troll, den ich jemals gesehen habe. Was ist da gerade explodiert? Ich habe, das Gaskanister-Ding hier zerstört. Ah. Ich bin jetzt gerade links gefahren. Ja, da bin ich jetzt gerade lang gefahren. Das ist nichts. Nein, das ist aber nichts. Guck mal, es ist sogar versteckt. Ist es versteckt? Der Trollweg ist versteckt. Ey. Echt, man, ey. Echt, man denkt, man hat einen geilen Weg gefunden. Ja, er schafft es auch noch. Ey, komm mal. Digga. Der Motorrad liegt da noch, ey. Ey, was hat er sich dabei gedacht? Jetzt mal Real Talk. Was mache ich hier gerade? Digga, die Map ist auf... Alter Schwede, Digga! Ey, Marvin, ey, du musst unbedingt dir einen neuen Job suchen, ey. Ey, Impossible Bike Parkour, Map. Ich hab es gesehen. Für unsere Videos bist du nicht mehr geeignet, ey. Digga, disqualifiziert, was ist los? Wir brauchen so eine 450-Euro-Basis, die für uns Maps raussucht. Hallo! Aber ja, das ist so richtige Oldschool-Scheiße. Das sind jetzt Sachen... Mal anzocken. Nein, das sind Sachen von 2020. Auch die Map zuvor. Ey. Das heißt, das war noch in den Kinderstuben hier. Das war damals noch Gold hier, was wir gerade abfahren. Das war damals 2020 der Shit. War das noch der krasse Scheiß hier, ne? Ja. Siehst du mal, wie krass wir jetzt unterwegs sind mit was für heftigen Maps. Alter Schwede, oh, ey. Oh, okay. Okay, also ich hätte nicht gedacht, dass es noch schlimmer geht nach der letzten Map, aber... Herzlichen Glückwunsch, wir haben die goldene Himbeere doch. Die haben wir doch noch gefunden. Muchachos, wir brauchen einen Ersatz für die goldene Himbeere. Irgendwas mit Siege. Ein Muchacho-Preis. Eine Map für die schlechteste, also ein Preis für die schlechteste Map. Sowas wie die goldene Himbeere. Aber in Ziegenstyle. Nein, nichts sagen, sonst führst du die Muchachos auf erste Fährten. Die sollen schön selber kreativ sein. Sowas wie der goldene Huf oder sowas darf ich jetzt nicht sagen, ne? Nein, genau. Wenn jetzt irgendwer goldener Huf reinschreibt. Der Bronzehuf. Digga, was? Hey. Was ist das hier? Was machen wir hier, Digga? Ey, was machen ohne wir Spaß. Hier? Also, warum nimmt man seine Zeit und sagt so, ich baue jetzt das? Hey, soll ich einfach mal die Folge nennen, beste Barty-Parcours-Map? Einfach damit die Muchachos genauso getrollt werden wie wir? Ist doch geil, oder? Bin ich legit, ja. Okay, Muchachos, tut mir leid, aber diese Folge war Hardcore-Clickbait. Man kennt ihn. Stimmt ja, die Muchachos werden ja jetzt schon getrollt geworden sein, ne? Ja. Und die wissen erst jetzt, wenn sie sich schon längst ausgeschaltet haben. Erst jetzt? Alter, da kommt echt nichts mehr. Nee, Digga, nichts. Nichts. Oh, finde ich schön, dass wir die Muchachos aber auch mitnehmen dann auf so einem Abenteuer. Dann würde ich sagen, fahren wir rein. Alter Schwede, das war jetzt aber schon... Boah, Schmutz, ey. Bin ich großzügig auch, dass du schon reingefahren bist? Kuss geht raus. Oh. Oh. Ja. Digga, ey. Also muss wirklich sagen, das ist eine Verschwendung von Lebenszeit. Marvin. Hörst du das nicht? Wollte gerade sagen. Ich komme nicht so nah ran. Oh. Oh nein. 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 Nie beendet! Oh. Danke! Oh, geil. Dankeschön! Wunderschön! Also ist der perfekte Abschluss für diese Map. Oh ja, einfach schaut auf jeden Fall, wenn es in Gaming vorbei ist. Den besten Bike-Parkour nicht beendet. Und sorry, Muchachos, dass ich euch heute ein bisschen getrollt habe, aber das war... Also ich musste einfach irgendwas weitergeben. Ja, Daumen nach oben, Muchachos. Bis dann, reingehauen. Ah.